So, hallo Leute. Dieses Video soll dann darüber sein, wie das Ganze mit den USA und Iran, wie sich das aktuell zuspitzt. Also, Stand heute, 7.12. Ich weiß noch nicht, ob gleich noch irgendwelche neuen Nachrichten kommen. Es wird mich nicht überraschen. Mich überrascht mittlerweile echt gar nichts mehr. So, und zwar ging das Ganze ja los, dass vor, ich glaube, 3 Tagen, 4 Tagen, nee, vor 3 Tagen, wurde der US-Präsident Trump wurde angeschrieben oder wurde darüber benachrichtigt, dass die US-Botschaft im Irak unter Beschuss oder also angegriffen wird. Daraufhin haben sich die US-Soldaten und halt auch der Diplomat auf das Dach begeben oder beziehungsweise in Sicherheit, also verbarrikadiert. Und man hatte Sorge, dass es halt ihm jetzt an den Kragen geht. Und ja, es gab schon mal in der amerikanischen Vergangenheit einen ähnlichen Vorfall unter Obama. Da hat die liebe Außenministerin Clinton die Hilferufe einfach verschlafen und sich 13 Stunden später gemeldet. Daraufhin war halt alles tot. So, sowas wollte Trump halt auf gar keinen Fall haben, dass das unter ihm passiert. Und ja. Auf jeden Fall ist man dann hingegangen und hat mit einer Drohne dann den Terroristen in Bagdad selbst abgeschossen. Gut, wie sich jetzt für die Medien und so weiter, wie sich das halt jetzt rausgestellt hat, ist das dieser General Soleimani. Meine erste Frage war, als ich das gesehen habe: Was macht ein iranischer General im Irak bei einer US-Botschaft? Das war so das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr diese Nachricht gelesen habt. Naja, gut. Soleimani wird sowieso schon mal als Terrorist eingestuft, auch von den USA. Und ja, gut, damit war der Abschuss jetzt nicht so dramatisch. Das Problem, was jetzt Amerika hat, ist, dass der Iran. Also die USA hat innerpolitische Probleme. Hallo Hund. Hat innerpolitische Probleme. Der Iran ist da schon viel, 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 viel weiter. Also da können auch wir Deutschen ja hinschauen und lernen im Idealfall. Denn jede Menge Iraner sind vor ungefähr 2 Jahrzehnten hierüber geflohen. Und die sind tatsächlich geflohen. Also da sollten wir uns mal drüber Gedanken machen. Und die gehen momentan im Übrigen, die Iraner gehen übrigens hier auf die Straße und wollen uns Deutsche warnen, dass das Gleiche, was bei denen in Iran passiert ist, nicht auch hier passiert. Randbemerkung. So, und zwar Iran. Man weiß, die Religion oder die Hauptreligion ist Islam oder ist der Islamismus. Und das hat so dermaßen Überhand genommen, dass wirklich die Frau, also das war wie ein westliches Land. Also es war wirklich, ich glaube vor 30 Jahren war das ungefähr. Es war wie ein westliches Land. Also sie sind da auch rumgelaufen und ich habe mir da einen Bericht angesehen von einem Mädchen, was mit 16 oder 14 sogar, es war eine glatte Zahl, und Teenageralter, die das Glück hatte, in die USA zu fliehen, weil ihre Großmutter das alles nicht gut geheißen hat, was hier passiert ist. Und sie ist halt auch vergewaltigt worden, frühzeitig geehelicht und, und. Sie ist im Ganzen dann davongelaufen. Also auch, ach ja, verprügelt alles, also das volle Programm. Und ihre Oma konnte sich halt noch an die Zeiten erinnern, wie es halt anders war. Und in ihrem Vortrag, sie werden dann halt auch Magazine eingeblendet, wie die Zeit damals dort war. Also, man hat das Ganze dort wirklich um mindestens 100 Jahre zurückgesetzt, die ganze Entwicklung. Und ja, es gibt halt jetzt wirklich nur noch der Glaube steht über allem. Und Frauen sind sowieso das Allerletzte. Wenn Frauen geschlagen werden, dann liegt das daran, dass sie dem Mann nicht genügend Zuwendungen gegeben haben, oder also das sind die Frauen halt immer selber schuld. Wenn sie vergewaltigt werden, dann sind die Frauen das auch selber schuld. Das ist egal, was sie tragen. So, und insofern.
Gut, Randbemerkung. Stopp jetzt. Naja, gut, auf jeden Fall haben die ein sehr, sehr extremes Regime dort drüben. Ein sehr gehirngewaschenes Regime, was halt, also wenn man irgendwas dagegen sagt, auch erschossen wird. Ich hatte in meiner Studienzeit, also mein erstes Studium, ich hänge am zweiten deshalb, in meinem ersten habe ich einen Kommilitonen gehabt, der auch aus dem Iran geflohen ist. Und sein Vater wurde mit ganz vielen anderen tatsächlich offen hingerichtet, also erschossen, weil er sich geweigert hat zu beten. Weil er hat gesagt, Allah ist nicht mein Gott. Oder beziehungsweise weil er gesagt hat, ich bin nicht so gläubig, dass ich mich fünfmal auf den Teppich schmeiße am Tag und stundenlang bete und ich habe keine Lust, dass meine Frau komplett vermummt rumläuft. So, auf jeden Fall, aus diesem Grund ist dieser Mann, also der war erst lange inhaftiert. Und als er dann zum Schluss immer noch gesagt hat, nein, ich werde nicht beten, ist er dann offen hingerichtet worden. Und weil das seinem Vater passiert ist, durfte der Mann dann halt tatsächlich hier bleiben und Asyl beantragen. Also er meint, das ist eigentlich in Deutschland gar nicht so einfach, weil ja, das Thema kam halt schon. Also ich habe mir da schon so meine Gedanken vor einigen Jahren gemacht, als schon die ersten Flüchtlinge hier überhand nahm. Und ich aus eigener Erfahrung ein bisschen Bammel vor den Menschen habe. Ja, so. Auf jeden Fall, Iran, das krasse Regime. Ja, der General, der in einem Land war, wo er eigentlich nicht, meiner Meinung nach, nicht hätte sein dürfen, der Leute bedroht hat, die noch nicht einmal in seinem Land waren. Ja. Gut. Auf jeden Fall ist dieser Mann tot. Die Antwort vom Iran, als sie dann ihren General bestattet haben, ist, dass man ein 80 Millionen Dollar Kopfgeld auf Trump ausgesetzt hat. Habt ihr aus den Medien das jemals gehört? Na? Also ich bin heute Morgen die Medien durchgegangen. Sorry. Nirgendwo. Nirgendwo. Ganz toll. Also, auf Trump ist ein 80 Millionen Dollar Kopfgeld ausgesetzt. Zudem hat die terroristische, also die als terroristisch eingestufte Spezialeinheit vom Iran jetzt nochmal einen 200 Millionen Dollar mehr in den Allerwertesten geschoben bekommen, um ihn dann tatsächlich auch loszuwerden. Ja. So sieht das halt aktuell aus. Also von wegen, ja, dass die Sachen nur von Trump ausgehen, ist absolut nicht der Fall. Also der Auslöser davon war tatsächlich komplett Iran. Ich meine Trump, dass der dann halt die Leute, dass der gesagt hat, ja, dann machen wir jetzt, sehen wir zu, dass die Leute abgeschossen werden, um unsere Leute da wieder rauszuholen. Also die Leute, die US-Truppen und auch, wie ich jetzt heute gelesen habe, die deutschen Truppen werden jetzt tatsächlich aus dem Irak abgezogen. Deutschland natürlich wieder nicht ganz komplett. Ja, na egal. Ich finde es schade, aber gut. Unsere Soldaten werden halt als Kanonenfutter missbraucht. Ja, auf jeden Fall, dass man halt die Leute da rauszieht, um dann nicht noch mehr Öl ins Feuer zu kippen. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr notwendig, weil der Iran, der bauscht sich jetzt so hoch. Und ja, also es wird auf jeden Fall immer gefährlicher und Dritter Weltkrieg wird dadurch tatsächlich immer möglicher, dass der da stattfindet. Ja, zu dem Kopfgeld natürlich dann von Trump. Also das, was hier rüberkommt, ist natürlich auch nur das, was die linken Medien drüben in Amerika vermitteln wollen oder weitergeben wollen. Und dort ist halt dieser innerpolitische Kampf. Also die haben ja dieses herrliche interne Ding. Also wenn man Englisch kann, Packung Popcorn und sich einfach mal die ganzen Tweets und was da sich so alles so die letzten Jahre oder nein, nein, die Jahre braucht man nicht. Es passiert schon so viel an einem Tag. Also wenn man abends unbedingt Aufheiterung braucht, einmal Popcorn und sich mal anschauen, was da ist. Also auch alleine schon diese Amtsenthebungsverfahren, das ist
Egal, anderes Video. Das wird ein anderes Video. ja, so, auf jeden Fall diese politischen Kisten. Ja, Trump hat halt absolut nicht schwer, nicht, oh, nicht schwer, ja, nicht leicht. Denn man möchte jetzt tatsächlich ihm auch noch, also er ist der Präsident. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, das heißt, er ist das Oberhaupt. Die Sprecherin des Hauses möchte ihm jetzt quasi Macht entziehen. Also die möchte jetzt, dass das Militär, dass er keinen Zugriff mehr aufs Militär hat. Oder nur noch in sehr eingeschränkter Form. Wahnsinn. Wahnsinn. Stellt euch das mal hier vor. Ja, unsere Bundesregierung soll keinen Zugriff mehr auf die Bundeswehr haben. Hey! Wirklich? Die Kanzlerin darf dann demnächst die Bundeswehr nicht mehr befehligen. Wird im Notfall richtig lustig. Also im Übrigen hier, also ich meine, ihr seht das nicht, aber ne, das ist tatsächlich mein Motto. Ansonsten kann man das meiste hier echt gar nicht mehr nehmen, weil das klappt nicht. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine Diskussion, die er dann halt auch noch hat. Also er hat seine eigenen Leute befreit, rausgeholt. Sie leben alle noch also Botschafter alle leben noch. Und es wird ihm gedankt, indem man den Befehl ihm limitieren möchte. Also eingrenzen möchte. Rockt da drüben, rockt. Ja, dann ist der Wahnsinn. Also gut, ja, dann kam natürlich aus Hollywood dann auch schon so, ja, hier, ach, 80 Millionen, ich würde es für die Hälfte erledigen. Ne? Also gib mir 40 Millionen und ich erschieße euch, Trump. Oder also es kommen aus der linken, von der linken Szene kommen jetzt wahnsinnig viele Aufrufe von wegen, ach ja, wartet einfach, wir sorgen schon dafür, dass Trump davon kommt. Also, dass wir lo ihn loswerden. Das Problem ist, man hat ihn damals demokratisch gewählt. Ich verstehe nicht das Problem, weshalb überhaupt da irgendwelche Diskussionen sind. Weil man hat eine Demokratie, damit das Volk bestimmt. Er ist demokratisch gewählt worden. Also alles, was da an Gejammer und sonst wie war, das kann ich einfach nicht verstehen, weil er ist demokratisch gewählt worden. Ich finde die Merkel auch total dämlich. Aber sie ist aber leider gewählt worden. Ich meine, so wenig Kanzler wie jetzt hatten wir ja wirklich noch nie, aber sie ist demokratisch leider im Amt. Missfällt mir auch massivst. Zumal die Frau sich ja mit Deutschland in keinster Weise irgendwie identifizieren kann. Aber gut, auch anderes Thema. Ja, so. Also Iran, USA. Oh wow. So, auf jeden Fall hat man jetzt da den Krieg hin und her vor zurück. Und es spitzt sich auf jeden Fall immer weiter zu. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sich das Ganze weiter anzuschauen. Mit dem Kopfgeld auf Trump habe ich jetzt ganz besondere Bauchschmerzen. Aber ich glaube, das könnte länger werden. Ich gehe auf ein anderes Video. Das mache ich in einem nächsten Video. So, damit ist das hier kurz genug, damit ihr euch das anschauen könnt und entscheiden könnt, ob ihr mich noch häufiger sehen wollt oder ob ihr sagt, boah, die Alte geht mir jetzt schon auf den Sack. Die soll einfach den Kopf zumachen. Passt. Ist okay. Nicht jeder kommt jedem sympathisch vor und manche gehen dem anderen auf den Sack und andere sagen, wow, das ist total cool. Passt alles. Wenn das so ist, dann ist das so. Aber trotzdem, falls euch das Video gefällt, hoffe ich auf ein Like. Vielleicht abonniert ihr das ja auch, um euch noch die anderen Videos anschauen zu können. Dann vielen Dank und bis aufs nächste Mal. Tschüss!